Ein wichtiger Kipppunkt des Klimawandels ist jetzt schon erreicht worden, rund 70 Jahre früher, als die Klimawissenschaft vorausgesagt hatte. Und Kipppunkt bedeutet, dass hier ein Prozess in Gang gekommen ist, der den Klimawandel verstärkt und nicht mehr aufzuhalten ist. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Heute klickst du übrigens vom Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Die deutsche Bundesregierung hat schwere Schuld auf sich geladen. Sie hat viel zu wenig gegen den Klimawandel unternommen. Und das, obwohl sie über den Weltklimarat umfassend über die dramatische Situation informiert ist. Es wird sich in Zukunft zeigen, ob sich die zuständigen Politikerinnen und Politiker nicht irgendwann mal vor Gericht verantworten müssen. Denn das ist tatsächlich Massenmord, was jetzt geschieht. Und niemand kann sagen, sie oder er hätte es nicht gewusst. Jetzt ist eine der schlimmsten Katastrophen eingetreten. Die Permafrostböden, die normalerweise ganzjährig gefroren sind, tauen. Und das in einem Ausmaß, wie es für 2090 vorhergesagt worden war. Dazu beigetragen haben solche Extremereignisse wie der heiße Sommer letztes Jahr, bei dem zum ersten Mal, seitdem Menschen das Wetter erfassen, die gesamte Nordhalbkugel warm war. Die extreme Aufheizung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass der Permafrostboden mit einer dramatischen Geschwindigkeit auftaucht. In einigen Gebieten Kanadas ist der Boden inzwischen stark abgetaut. Zwischen 2003 und 2016 ist der Boden zum Teil fast einen Meter abgesackt. So ein Forschungsteam um die britische Geologin Louise Farquharson. Und laut einer Langzeitstudie des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven ist die Bodentemperatur zwischen 2007 und 2016 im Mittel um 0,3 Grad Celsius angestiegen. Der Untergrund gibt somit nach und gefährdet die Stabilität von Straßen und Gebäuden. Zudem hat das Ganze explosive Folgen für uns alle und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn durch das Tauen der Permafrostböden wird Gashydrat frei, das im Boden eingelagert ist. Das Gemisch ist gefroren und besteht aus Methan und Wasser. Wenn es erwärmt wird, explodiert es. In Sibirien gab es bereits enorme Detonationen, von denen riesige Krater zurückblieben. Aber auch das Erdklima muss darunter leiden, denn das Tauen des Permafrostes setzt letztendlich gigantische Mengen an Kohlendioxid und Methan frei, die zu den langlebigen Treibhausgasen zählen und zur Erderwärmung beitragen. Konkret wird durch das Tauen der Böden eine große Menge Biomasse aus abgestorbenen Pflanzen frei, die dann durch Bodenbakterien zersetzt werden. Und bei diesem Prozess entsteht Methan und Kohlendioxid und das nicht zu knapp. Nicht umsonst wird das Schmelzen des Permafrosts in der Arktis als sogenannter Kipppunkt bezeichnet und der ist jetzt erreicht. Rückkopplungseffekte im globalen Klimasystem, also die am Ende dafür sorgen, dass sich die Erwärmung der Erde selbst verstärkt. Es ist also kein Wunder, dass die Sommertemperaturen im Schnitt so dramatisch steigen. Der schmelzende Permafrostboden beschleunigt diesen Prozess noch einmal, aber wir alle könnten ganz konkret etwas dagegen tun. Alte Autos mit Verbrennungsmotoren verschrotten lassen und funktionierende CO2-Schleudern schnell loswerden. Noch gibt es Geld dafür, das wird sich in ein paar Jahren ändern. Stromanbieter wählen, die ausschließlich Strom aus regenerativen Energien anbieten. Weniger fliegen und alles, was man an CO2 verbraucht, mit Klimazertifikaten ausgleichen. Für mich sind das im Monat bei meinem CO2-Ausstoß 13 Euro, die ich zahle. Das kann man doch verknusen. Und geht euren Bundestagsabgeordneten auf die Nerven und fragt sie, was sie dafür tun, damit Deutschland die Klimaziele für 2020 doch noch einhalten kann. Es ist zu spät. Jetzt geht es darum, das Schlimmste zu verhindern. Sollen wir einen eigenen Kanal zum Thema Umwelt und Natur machen? Schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr jemand kennt, der immer noch zweifelt, dem empfehle ich das Video Klimawandel bestätigt. Skeptiker endgültig widerlegt. Anklicken, anschauen. Und natürlich Klick zum Science Fiction abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.